die Welt besuchen. Man erahnt es schon, was das für eine Welt, was das für eine Welt sein könnte. Palast der Träume. Na? Wer kommt drauf? Mademoiselle! Senorita! Wait! Aqua! Terra! Terra, Ven ran away from home. What? I think he left to go find you. Do you have any idea why? No. Actually, just before I left, he tried to tell me something. I should have listened to what he had to say. Oh. So, did you manage to locate Master Zaynort? No. But it seems he's looking for pure hearts, filled with light. Pure hearts? Filled with light? All I can tell you is that his search hasn't taken him here. All right. I'll stay and see if I can find more clues. Okay. The prince is in the ballroom ahead. He might have some answers. Thanks. Aqua. Hmm? You still have the same dream? Well, yes. There's this girl here. Her name is Cinderella. She made me realize how powerful it is just to believe. No matter how impossible things seem, a powerful enough dream will always be enough to light the darkness. Mm. If you see her, give her my thanks. Will do. He'll be all right. You won't give into it. aber sowas von Schneewittchen. Da 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 bibbidi babbidi boo. Katzel, hattest du schon gewusst, dass Ruby mehr auf Märchen basiert? Da, wo du gerade schon Schneewittchen gesagt hast, also weiß, Schnee, verstehst du? Ups, nein! Ach. Barrieresturz. Ruby ist zum Beispiel das Rotkäppchen. Ohne Scheiß, sie basiert aufs Rotkäppchen. Also und heute ist mir so beim Grübeln eingefallen, die Gegner von Team Ruby und generell die Bösen in Remnant sind Grimm. Da dachte ich mir nur so, Gebrüder Grimm, passt. voll die Märchenfanatiker. Who are those ladies? Oh. If I recall correctly, that is Lady Tremaine, and those are her daughters. There was something very wrong about them. You came back. Huh? Oh, my apologies. I was mistaken. Your Highness, I found this on the palace stairs. A glass slipper. One dropped by a lovely young lady, and I'll search far and wide to find the maiden to whom this belongs. You will. Of course, Your Highness. After all, you finally found someone whom you wish to marry. Upon hearing that happy news, your father, the king,
has decreed that a quest shall begin immediately throughout the kingdom, and I will start with the closest residence, that of Lady Tremaine. Lady Tremaine. I'd better pay her a visit. Yo. Slivers, die Schuhe sind natürlich gemeint. Nicht so ein Slip. Ratest du eigentlich auch, zu welchen Märchen dann Blake und Yang passen? Also, wo ich das gehört habe, dachte ich nur so, yo, ist klar. Wenn man auch so drüber nachdenkt. Ich habe nämlich mal so ein... Hi! Ich habe nämlich mal mir halt auch viele Animated Musikvideos angeschaut, also AMVs von Ruby. Und da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel ja Ruby auch gegen Wölfe kämpft. Weil Rotkäppchen das böse Wolf, ne? Passt doch. Wenn man so drüber nachdenkt, ergibt das alles einen Sinn, diese ganzen Andeutungen. Du verlierst einfach, renn einfach ihren Slip. So. So. Schuhe! Was ich ja schade finde, ist Kingdom Hearts 3 wahrscheinlich auch mit englischer Sprachausgabe. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, ach komm, wir haben jetzt seit Kingdom Hearts 2 keine Deutsche mehr gehabt. Machen wir dann auch nicht mehr. Obwohl Kingdom Hearts 2 das letzte... Bittchen? Du meinst Yang dann Dornröschen, ha? Nee, aber Schneewittchen ist schon vom Namen her ja gesagt weiß. Weiß Schnee, Snow White. Und Snow White ist ja der englische Name von Schneewittchen. Aber nein, beides falsch. Blake ist eher die Schöne und das Biest. Kommt einem erstmal komisch vor. Kommt einem zwar erst komisch vor, aber erstens ihr Nachname heißt Belladonna. Was ja auch teilweise schön heißt. Und das Biest, damit ist Adam gemeint. Und Yang war, glaube, das Goldlöckchen. Mit diesen drei Beeren. Ich habe auch nicht viele Märchen gelesen, aber manche dieser Märchen sind auch Disney-Filme. Und ich spiele Kingdom Hearts. Genau, die Schöne heißt auch Belle. Und wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch Zeichnungen, wo Belle ein Buch hat. Also ich glaube, sie liest auch gerne.
Passt! Ich hoffe nur nicht, dass sie hinterher auf die dumme Idee kommen, Belle mit Adam hier zu schippen. Das gefällt mir, also Blake mit Adam zu schippen, das gefällt mir gar nicht. Na gut, das sind auch so Prinzessin-Filme sind ja auch mehr was für Mädchen eigentlich. Aber ich habe Kingdom Hearts gespielt. Da kommen die Filme nun mal vor. Wie zum Beispiel Cinderella. Also ich finde das interessant, wenn man so drüber nachdenkt. Hey, lass es! Cinderella, wie man sieht, kommt in Kingdom Hearts vor. Wie viele denn noch? In Wahrheit, Schneewittchen. Ja, vielleicht treffen wir ja noch Schneeweiß, Weißschnee. Bibbidi Bubbidi Boo. Ah, diese Musik! Die werden wahnsinnig. Da! Ich will das haben, aber ich komme nicht ran. Da brauche ich einen besseren Sprung für. Ich muss mal Liz fragen, ob sie das von Ruby und den Märchen schon weiß. Ich bin da zufällig drauf gestoßen. Wüssten uns zu gern, ob das auch auf andere Ruby-Charaktere zutrifft. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass John der Huntsman ist. Aus Snow White and the Huntsman. Schon allein, weil er ja ein Interesse für einen gewissen Charakter hat.